Hey Freunde, habt ihr Bock auf eine neue Mod-Vorstellung? Los geht's! Ich stelle euch heute mein absolutes Lieblingsfahrzeug vor, nämlich den Rosenbauer AT3 auf Mercedes-Benz Antos. Ein Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug der besonderen Art. Wir haben hier auf jeden Fall einen richtig, richtig schönen Aufbau. Mit Wasserwerfer, mit Blaulicht, mit Umfeldbeleuchtung. Wir haben viele Funktionen an diesem Fahrzeug. Die möchte ich dir jetzt, lieber Zuschauer, hier gerne einmal vorstellen. Ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal an vom Äußerlichen her. Die Optik habt ihr jetzt schon in diesem kleinen Intro-Video, nenne ich das jetzt einfach mal, schon so ein bisschen gesehen. Also man kann wirklich nicht meckern. Hier haben wir auf jeden Fall sehr viele Details. Hier ist auf jeden Fall sehr viel zu sehen und würde da jetzt jemand meckern, dann wäre das, denke ich mal, ganz schön auf einem hohen Niveau. Also man muss wirklich mal sagen, Hut ab an den Modder. Also ehrlich, liebe Freunde, wir beginnen jetzt mit den ersten Funktionen. Ich würde sagen, wir starten erstmal im Fahrerhaus und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt erstmal einmal um, was wir alles hier so haben. Also wir haben jetzt erstmal zwei Plätze, einmal für den Maschinisten und einmal für den Gruppenführer. Dann haben wir hinten natürlich noch eine Gruppenkabine, da ist auf jeden Fall auch immer ordentlich was los, wenn es dann richtig losgeht zum Einsatz. Wir haben natürlich ein funktionstüchtiges Lenkrad, was wir hier vorne gerade sehen, was sich gerade so ein bisschen drehen lässt. Ist ja auch der Sinn und Zweck eines Lenkrades. Wir haben natürlich auch noch sehr, sehr viele Funktionen. Ich weiß gar nicht, wo fange ich denn jetzt an? Also, wir haben erstmal einen vollfunktionstüchtiges Lenkrad, eine Funktion im Tachometer. Das funktioniert auch wunderbar. Dann haben wir auf der rechten Seite einen Monitor. Da kann man sehr viele Sachen einstellen. Sei es Flashlight, also die Frontblitzer vorne, Blaulicht auf dem Dach, der Wasserwerfer kann oben bewegt werden, wir können den Heckwarner anschalten, wir können zwei Typen von Martizörner aktivieren, ein Presslufthorn, ein Landhorn. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit für wartet mal ganz kurz. Upsala. Wir können die Pumpe vorne einschalten. Die haben wir jetzt aktiviert, dazu kommen wir gleich nochmal und das war es dann eigentlich auch schon. Dann haben wir natürlich noch viele weitere Funktionen, die altbekannten Funktionen. Wir haben Licht, wir haben einen Blinker links, einen Blinker rechts, die Warnblinkanlage und dann haben wir auch eine Hupe. Die klingt auf jeden Fall sehr, sehr fetzig. Dann haben wir auf jeden Fall die beiden Hörner, einmal das wunderschöne Presslufthorn und das Landhorn. Endlich mal zwei Martinshörner, die mir richtig gut gefallen, die nicht immer so standardgemäß in Mods eingebaut werden. Also, die Optik gefällt mir gut. Hier kann man durchlunschen, finde ich jetzt nicht so gut. Aber ansonsten, das sieht hier gar nicht mal so verkehrt aus. Kommen wir mal direkt rüber zum Äußerlichen. Dazu schaue ich mal ganz kurz den Motor aus und wir schauen uns jetzt einfach mal alles so ein bisschen an. Hier auch wieder mit IC Simple kann man hier wirklich alles öffnen. Man kann hier reinlaufen, man kann reinschauen und so weiter. Wir können die Gerätefächer öffnen, wir können hier Sachen rausschieben, wie man das auch schon vom Mercedes-Benz Cedrus im letzten Video gesehen hat. Hier auch nochmal die Klappfächer, die kann man alle öffnen. Gerätefächer gehen natürlich auch voll funktionstüchtig auf. Die Pumpe ist an, höre ich gerade. Das ist ja natürlich jetzt nicht so gut, aber die können wir direkt auch mal wieder ausschalten, denn wir sind gerade nicht im Einsatz. Hier können wir auch natürlich wieder das Gerätefach schließen, wenn es natürlich funktioniert. So, genau. Also auf der anderen Seite ist genau das Gleiche. Also man merkt, hier hat man auf jeden Fall sehr viel Funktion. Und hier wurde sich natürlich auch sehr viel Mühe gegeben. Also ich bin einfach nur geflasht. Also LS19... kommt so langsam aber sicher in den Vordergrund. Vielleicht schießt er demnächst auch schon die LS17 ab, aber ich glaube, bis dahin wird das noch ein bisschen dauern. Also, das ist auf jeden Fall ein gesamtes Komplettpaket, was uns hier geboten wird. Die Tür ist natürlich auch so ideal, Alter. Das ist von Rosenbauer ja bekannt in der Advanced Technology Ausführung. Krass.
Ich finde es einfach nur richtig, richtig geil, denn es, wie gesagt, es ist mein Favoritenfahrzeug, wenn es wirklich darum geht, von der AT-Reihe zu sprechen. Also der AT3 ist wirklich mein Lieblingsfahrzeug. Die Umfeldbeleuchtung würde ich gerne auch einmal deaktivieren. Ich würde den Wasserwerfer gerne einmal wieder einfahren. Den können wir natürlich auch mit der Maus bedienen, hatte ich vergessen zu sagen. Hier können wir erstmal wieder genau alles ausschalten. Zack, zack, zack. Blaulicht können wir gerne anlassen. Das finde ich eigentlich immer wieder richtig cool. Und ja, liebe Freunde, dann kommen wir jetzt erstmal zum Härtetest und testen dieses Fahrzeug jetzt mal auf Herz und Nieren, sagt man immer so schön. Dafür stehe ich jetzt auf einer geeigneten Plattform und hier werde ich jetzt erstmal probieren, runterzukommen. Ich weiß nicht, ob wir uns festfahren oder werden oder nicht. Ich kann es einfach mal probieren, ne? Vielleicht ist das Fahrzeug ja auch für das Offroad geeignet. Auf jeden Fall merke ich schon, wir bleiben natürlich immer ein bisschen hängen. Das liegt vielleicht auch an der Physik hier vom Alice. Aber man merkt, wir kommen gut, sehr gut eigentlich von der Stelle. Und wir geben erstmal ordentlich Gas. Wir erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von, das will ich eigentlich jetzt gar nicht wissen, denn ich rutsche jetzt schon von der Straße so ein bisschen. Ich glaube, wir schaffen eine Höchstgeschwindigkeit von 100 bzw. 120 km/h. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe das jetzt noch nicht so ganz ausprobiert. Wir können es aber gerne einmal hier probieren. Vielleicht kommen wir ja irgendwie auf diese Höchstgeschwindigkeit. Jetzt haben wir mal eine lange gerade Strecke. Ah, okay. Also 83 ist also die Höchstgeschwindigkeit. War ich ja fast dran. Ich war mir, wie gesagt, nicht sicher, aber auf jeden Fall 83 ist auf jeden Fall hier gerade im LS19 als Feuerwehrmod vollkommen ausreichend. Also warum muss man hier mit 100 lang brettern? Dann rutschen die Mods sowieso. Ah, okay. Also das Fahrzeug bleibt wirklich richtig bombenfest auf der Straße stehen. Da hat der Modder auf jeden Fall nicht an das Gewicht gespart. Das ist richtig, richtig gut, dass wir nicht wegrutschen. Also der Ding bleibt hier wirklich wie so ein harter Stein auf der Straße. Also herrlich, liebe Freunde. Das ist auf jeden Fall ein besonderes Fahrzeug, das ich wirklich sehen lassen kann. Der Rosenbauer AT3 für den Landwirtschaftssimulator 19. Der wird auf jeden Fall erstmal privat bleiben. Also der wird auf jeden Fall jetzt nicht in den nächsten Tagen veröffentlicht. Ob das eigentlich passieren wird, also ob dieses Fahrzeug veröffentlicht wird, das kann ich euch bisher noch nicht garantieren. Ich finde es natürlich immer ein bisschen blöd. Ich stelle Mods vor und ihr dürft die selber nicht testen bzw. spielen. Also es ist wirklich so, die Modder haben dafür natürlich die Rechte und sagen natürlich dann später, ob das Fahrzeug zum Download kommt oder nicht. Also wie gesagt, ich kann da leider jetzt nicht das irgendwie beeinflussen. Deshalb, liebe Freunde, wartet einfach ab. Vielleicht wird demnächst ein Fahrzeug veröffentlicht. Also wie gesagt, das Ding bleibt erstmal privat. Und ich hoffe, ich kann euch trotzdem damit eine kleine Freude machen, damit ich das Fahrzeug jetzt in einem Video vorstellen kann. Also auf jeden Fall, ich bin sehr überrascht. Das Fahrverhalten gefällt mir richtig, richtig gut. Ansonsten haben wir auf jeden Fall ein richtig, richtig krasses Fahrzeug, was uns hier geboten wird. Ich habe auch gerade vergessen zu sagen, die Funktion Innenraumbeleuchtung gibt es ja auch noch hinten in der Gruppenkabine. Das war diese eine Funktion, wo ich vorhin so ein bisschen gedacht habe, was ist denn das jetzt? Also da kann man sozusagen das grüne Licht ein- und ausschalten. Ja, liebe Freunde, das war's. Das ist eine neue Modvorstellung von mir gewesen. Also es ist einfach ein komplett gut gelungenes Fahrzeug. Ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Also, kommen wir mal direkt rüber zu der Punkteverteilung. Also, da das Ding ja wirklich mein Favoritenfahrzeug ist und endlich im LS19 zur Verfügung ist, also vom privaten Sinne her, ich weiß es nicht. Also, ich gebe immer so 10 Sterne, also 10 Punkte generell an Mods. Also, ich muss wirklich sagen, das gefällt mir überhaupt nicht. Wenn man jetzt wirklich hier in der Innenkamera fährt und man guckt nach links oder nach rechts, dann kann man halt nach draußen schauen. Ist für den Sommer natürlich ideal, aber für den Winter, da frisst er hier drin den Poppes ab. Aber ansonsten, das gefällt mir einfach. Trotzdem, ich würde sagen, ich gebe dieser Mod einfach mal 9,5 Punkte von 10, weil mir diese Kleinigkeit wirklich stört. Also gerade, ich fahre ja auch meistens oder öfters in der Innenkamera. Und wenn ich da so nach außen schaue, na, dann guckt man halt raus. Das finde ich jetzt nicht so schön. Ansonsten, ich habe da wirklich nichts auszusetzen. Die Mods, wie gesagt, im LS19 werden immer besser und ich hoffe, der LS17 wird bald aufgeholt. Vielleicht gibt es dann irgendwann nur noch LS19-Videos auf meinem YouTube-Kanal, aber bis dahin wird es, denke ich mal, noch ein bisschen dauern. Also auf jeden Fall, liebe Freunde, wir müssen gespannt bleiben auf jeden Fall, was uns alles noch so erwarten wird im Landwirtschaftssimulator 19. Auf jeden Fall habe ich mich gefreut, lieber Andi alias Löweflamme.
dass ich dieses Fahrzeug testen durfte auf meinem YouTube-Kanal. Also auf jeden Fall ein richtig gelungenes Fahrzeug. Liebe Freunde, macht's gut. Ich bin schon wieder am Ende dieser heutigen Mod-Vorstellung. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut und bewertet doch gerne mal selber dieses Fahrzeug. Bis dahin. Ciao.